Was geht ab, meine kleinen Royals? Hier ist Remy Abrichter, die Skarim. Und seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es hier auf ganz YouTube gibt, weltweit garantiert versprochen. Denn hier gibt es Reaktionen mit dem gewissen Mehrwert, denn hier als Produzent sitze ich und gebe euch die Analysen noch dazu. Das heißt, ich höre die Songs sehr oft zum ersten Mal, kann aber direkt Sachen schon raushören für euch, leihe euch meine Ohren aus und kann da so das ein oder andere vielleicht auch mal aufmerksam machen, wie so Produktionen funktionieren. Und außerdem sitzen wir heute in dem Format Pro vs. Con, wo wir wunderschöne Gäste hier sitzen haben, so wie heute Miss Dana Rolle, wieder einmal hier zu Besuch. Na, eigentlich nicht zu Besuch, sie ist schon fester Bestandteil, gehört zum Inventar und ist auch die Urheberin. Sie hat das Urheberrecht heute wieder einmal. Warte mal, ich muss das Kabel hier rübergeben. So, siehste, funktioniert noch alles. Folgendes, ihr habt die letzten Tage unfassbar oft reingeschrieben, dass wir die Gruppe, ist eine Gruppe, nee, Single-Künstler. Ja, ein Solo-Künstler. Solo meine ich ja. Solo-Künstler, Wavy abchecken sollen, der stammt aus einer Subunit von NCT China ab. Das haben wir alles noch erfahren können. Ist bei SM Entertainment, immer noch? Ja, genau, ist auch auf der Page von denen. Der hat jetzt gerade hier seine Comeback-Nummer, ne, haben die geschrieben, die Leute, oder? Ein Comeback oder auf jeden Fall eben halt einen neuen Song raus seit ein paar Tagen. Ja, bist du laut genug? Ja. Ja. So. Und den sollen wir abchecken unbedingt. Und Leute, wie ihr seht, ganz kleine Erinnerung, wir sind fast bei den 30.000. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das unbedingt jetzt, denn der Kanal explodiert. Ja, so. Oh, falsche Ansicht. Wir wechseln mal hier, kleine Info natürlich auch noch. Starte mal hier. Schon mega viele coole Sounds hier drin, die so richtig sounddesignmäßig angelegt wurden. Hast du schon was Interessantes gehört? Von denen? Nee, oder, an Sounds. Jetzt komplette Intro. Ja, auch, aber hier vor allen Dingen so ein ganz offensichtlicher Sound. Die Rezeptionsglocke. Ach so. Auf die wollte ich hinaus. Ich werde oft anhalten an alle, die neu hier auf dem Kanal sind, aus copyright-technischen Gründen. Und weil du viel zu sagen hast. Und weil ich viel zu sagen habe. Gerade eben habe ich auf einen türkischen Song reagiert. Der wurde leider direkt gesperrt von der jungen Dame. Wie heißt sie schon wieder? Alena Til. Ja, habe ich gerade gemacht. Wurde aktuell gesperrt. Ihr seht, das ist hier jedes Mal ein Ärger ohne Ende. Deswegen. Geil, ey, was ist. Also einmal dieser, ja, sehr bassige Sound, untere Mitten-Sound, der so dieses eben dieses Durchlaufende macht, dieses ne? Sehr, sehr cool. Der ist cool. Aber gerade dieser Effekt von dem links nach rechts, so. Aber auch krass ist halt, dass das geschieht, ohne dass wir den Sound in der Mitte haben vorher. Das läuft wirklich einmal so durch. Das ist schon krass. Sehr cool. Geil, ne? Da ist so viel drin. Krass, mega cool. Das sind so Vocal Chops, die hier, dieses. Das sind, glaube ich, echt also Vocal Sounds, die geschnitten und moduliert, gepitcht, da eingesetzt werden. Das klingt sehr, sehr cool. Ja, die Jungs sind aber auch krass angezogen. Wieder. Es ist wieder hier deine Expertise, ja, aber. Wir haben übrigens Solo-Künstler vorhin gesagt, aber ist ja Bullshit. Übrigens. Das sind ja. Stimmt, das sind ja mehrere. Aber es haben doch einige geschrieben, es wären Solo-Künstler. Habe ich auch so gelesen, aber ich schlag mal kurz Wikipedia auf für uns. Ihr wisst das natürlich, aber jetzt kommen wir gerade durcheinander. Aber na, Members, sonst, ja. Members, ja, sag ich doch. Also sonst schreibt das unten nochmal in die Kommentare. Oh mein Gott, tut uns leid. Wir haben echt gerade Mist gebaut.
Ja, ich hatte Gruppe im Kopf. Und dann, ich habe zwar auch irgendjemanden da gesehen, der geschrieben hat, Solo-Künstler. Ich war echt fest davon überzeugt, dass es eine Person ist. Aber ich dachte mir gerade auch schon, als dieser Rapper auch anfing, so, hä, das ist doch gerade ein ganz anderer. Ja. Naja, gut. Also, ist es auf jeden Fall eine Gruppe. Das, mit 6 Member? 7? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Okay. Ja, danke. Win-Win heißt einer. Alter, was war das denn? So von rechts, hört es ganz rechts, hört man so ein sehr hohes Phew. Oh, Phew? Ja, irgendwie so. Von rechts nach, ja, sehr stark rechts, nicht so richtig nach links, aber... Wow. Was war das für ein Shot mit den Drohnen plötzlich? Alter, das ist CGI, aber trotzdem. Also ist natürlich eine Videoanimation, aber krass, sieht heftig aus. Oh, auch geiler Übergangssound. Schöner Pre-Chorus, direkt hier ins Harmonische rein, alles sehr offen klingend. Natürlich keine Percussion und so weiter mehr drin, sondern das geht hier gerade so wieder so richtig unter die Haut. Aber dann eben auch mit den Vocals, die hier als Chor da schön runter singen. Das war geil hier, ne? Dieser eine, der oben drüber setzt, so ganz hoch. Also man merkt schon, dass wir nicht in dem typischen K-Pop-Ding sind, finde ich, wegen der Sprache einfach. Die klingt schon ein bisschen anders. Die Sprache klingt anders, aber ich habe trotzdem auch das Gefühl, als hätten wir schon 3 oder 4 verschiedene Genres gehört. Ja, geht eigentlich, finde ich, geht eigentlich noch. Aber man merkt in der Sprache, ist hier einfach schon sind mehr Laute drin, die so einen Sch drin haben. Das ist auch immer sehr interessant, weil jede Sprache einfach durch die Art und Weise, wie man sie spricht, einfach dann auch schon anders klingt. Kann es sein, dass es an der Tür geklingelt hat? Butch bellt nämlich. Sonst kannst du ganz schnell die Tür aufmachen und ich höre mir hier eben nochmal das hier vorne nochmal an, den Übergang nämlich. Hier ist nämlich in der Hook stark rauszuhören, wie so ein sehr hohes Synthesizer-Instrument so ein Wii, Wii, die ganze Zeit macht. Das ist krass, wie viel da abgeht. Na, auch so, fast so Gameboy, also nicht Gameboy, aber halt so Spielekonsolen-Sounds, also diese 8-Bit-Sounds, Gameboy-Sounds. Ne, die zwischendrin, als ob man gerade ein paar Goldmünzen gesammelt hätte. So blim, 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 machen. Boah, geil, ey, wie die wieder tanzen. Das sieht richtig, richtig geil aus. Oh, jetzt kommt hier quasi vom Refrain nochmal ein zweiter Part. Wo so ein bisschen E-Gitarrenmäßig. Ja, es klingt aber nicht wie eine echte E-Gitarre, muss ich sagen. Es klingt ein bisschen wie so ein, als ob man das Synthesizer-mäßig gemacht hätte. Boah, heute mal hier alles verkehrt. Ne, komplett auf rechts, links gemischt eben. Ja. Geile Überleitung so als Zwischenpart von Hook zum Verse. War das die Tür? Mhm. Ja. Das ist eine Stimme, ne, die da irgendwas da sagt. Sagt die 3, 2, 1? Ja. Stimmt. Ich dachte gerade, das wäre chinesisch. Also, ohne Scheiß, aber ja, okay. Nur gut bearbeitet.
Ja, da ist so ein Flanger drauf, also sehr stark. Das ist ein, ja, so ein ganz klassischer alter Modulationseffekt, der so ein bisschen was mit den Resonanzen macht vor allen Dingen, aber da kann man auch immer einiges anderes noch einstellen. Es nennt sich Flanger, also F-L-A-N-G-E-R. Und dann eben noch so ein Chorus-mäßig was drauf, aber das ist sehr stark ein Flanger und dann eben noch sehr breit dann gemischt. Die sind ja richtig, ich finde die tanzen halt auch mega fresh, ne? Also muss man schon sagen. Also hier klamottenmäßig sind ja auch wieder. Guck mal, genau der. Ja, richtig geil. Richtige Arm mit Amiri. Okay. Amiri, was ist das? Ist das eine Marke? Kenne ich gar nicht. Ja, ist auch so eine coole neue Marke. Ah. Ah, oh, krass, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist dir nicht aufgefallen. Nee, weil ich hab, so sieht man das ja nicht. Mir ist es gerade, dann natürlich im Close-Up sieht man das, aber hier, so habe ich es denn jetzt nicht gesehen. Schick, Alter. Wie viel kostet so ein Jackett? Guck mal, was für eine Taille da drin ist. Im Schnitt halt und die Schultern. Gefittet, krass. Ist das. Meinst du, das maßgeschneidert? Bis 800? Ist das maßgeschneidert für ihn? Das ist safe maßgeschneidert. Also über 1000 Euro safe. Das sitzt perfekt. Über 1000 auf jeden. Aber sieht halt auch fucking geil aus. Ah, ich glaube, wir kriegen das zur Verfügung gestellt. Also. Stimmt. Ja, haben wir auch schon mittlerweile herausgefunden, aber trotzdem krass. Geil, genau auf die Snare, genau diesen Bewegung auf die Kamera. Da sieht man halt auch wieder, dass die Videos machen können, die Leute da drüben. Ich weiß nicht, hier, ja gut, wenn ich mir da mal wieder so die eine oder andere Geschichte anschaue, die ich letztens noch bewertet habe mit dem einen Typen, der mit S anfängt und mit Y aufhört. Ja gut, da kann man sich, und das sind die großen Nummern hier aus Deutschland, ja. Da gucken wir mal in andere Länder in asiatischen Bereichen, das sind Welten, sorry. Aber was machen wir denn hier in Deutschland? Selbst so Spanien oder Lateinamerika. Voll. Und das ist so... Ganz andere Nummern. Guckt euch das mal an. Also ich kann das echt... Das ist ja für mich auch alles eine komplett neue Welt. Für Dana ja auch. Mhm. Und wir wussten ja vorher schon, dass sie teilweise Sachen so... Da denken wir, oh Gott, jetzt auch schon wieder so das letzte Video von vorletzten Jahrhundert und so wieder keine Lust mehr. Aber jetzt, wo wir diese Welt neu für uns entdecken, ist halt echt so, Alter, krass, ey. Also, na gut. Was sagst du zum Make-up? Ja, clean und frisch und glatt wieder. Aber so nicht so matt, sondern so glowy. Das finde ich ganz cool. Das sieht das sieht so ein bisschen fast aus wie. Eigentlich sieht das schon fast aus, als ob er 3D animiert wäre. Also fast CGI-mäßig. Das sieht schon sehr, sehr so plastisch halt aus, ne? Mhm. Mega geil. Passt halt komplett in die Optik des ganzen Videos rein. Da sieht man, wie durchkonzeptioniert das ist. On point. Geil, Alter. Was sie halt für Moves und was für Klamotten. Die sind ja halt mega fresh, ne? Krass, ey. Den Pulli finde ich ultra geil. Da kann ich dir leider nicht sagen von gerade. Auf Amiri? Wir können frameweise skippen, indem wir Komma oder Punkttaste drücken. Da steht Resistance Training. Wenn jemand weiß, wo der Pulli her ist, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich kann ihn mir wahrscheinlich eh nicht leisten oder möchte ihn mir nicht leisten. Aber du könntest ihn dir mal angucken. Ich könnte ihn mir mal angucken. Es ist gar kein Pulli, das ist doch nur so ein Trikot. Ah. Ist das nicht diese Rennmarke? Nee. Ich weiß nicht, irgendjemand weiß es in den Kommentaren. Alter, sorry, Alter, aber was geht denn ab? Der Shot ist ja ultra geil, das Grading ist ja so lecker, da kannst du ja gar nichts sagen. Und wie die aussehen, wieder unfassbar. Guck dir das mal an, die Hose hier.
Mega stylisch, das Jackett auf die Kombo sieht super geil aus. So langsam achtest du immer mehr auf die Klamotten. Ja, 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 genau. Und du und auch immer auf mehr auf den Sound. Also, ne, da seht ihr, was das Rollentausch. Was das, nicht Rollentausch, man lernt ja dazu. So. Ja. Da hat man echt so einen Effekt halt. Und die Zuschauer ja auch. Die schreiben ja auch dann schnell, seitdem du das hier immer sagst, nicht deine Videos gucke und so, achte ich viel mehr bei Musik, was sie da eigentlich machen. Mhm. Und das ist genau das, warum ich angefangen habe, diese Videos zu machen. Weil ich einfach will, dass die Leute offener werden, hören, dass, was die in den Produktionen gemacht werden. Ob da manche vielleicht mit dem einen oder anderen Fusch durchkommen oder dass man auch mal wertschätzt, was gewisse andere Leute vielleicht machen, die nicht so populär sind, aber einfach krasse Produktionen haben. Ich meine, allein dieser Shot hier in der Lager, in dem Hangar, ja, das habe ich vorhin schon gedacht, das ist halt zu heftig, so dieser Shot die ganze Zeit, das sieht so krank aus. Der sieht richtig gut aus. Den haben die jetzt ein paar Mal schon drin gehabt, das ist mega genial. Und das ist aber gar nicht so einfach, da so schöne Shots hinzukriegen, ich hab, weil es kann echt viel hässlich aussehen. Ich habe ja letztens erst ein Video von Melinda Chifta oder so, diese albanische Sängerin angeschaut, auch super krass geklicktes Video, ein cooler Song, sehr cooler Song sogar, ich hatte den sogar in meiner Top 20 Playlist, die in Spotify drin, könnt ihr unten mal checken, da aktualisiere ich jede Woche, jeden Freitag die Songs, da werden immer 20 neue Songs reingesetzt, nicht immer nur aktuelle, sondern wirklich querbeet, auch alte Klassiker, und da war die drin, Melinda, die haben auch in einem Hangar gedreht, auch mit einem Flugzeug, sah aber ganz anders aus, also jetzt komplett anders. Ich will die nicht schlecht machen, aber das ist wirklich ein anderes Level, einfach nur für euch auch mal interessant, vielleicht können wir das unten auch nochmal verlinken, das Video, dass ich meine, wie man, warum das wirklich ein Unterschied ist, optisch einfach, ja, auch wirklich optisch, nicht nur für die Ohren. Wow. Was passiert hier gerade? Oh Mann, manchmal regt es mich selber auf, dass ich so oft pausieren muss, wegen den Copyright- und Claim-Geschichten, weil dann so Parts würde ich dann halt auch gerne einfach mal gerade in dem Moment genießen und durchhören. Das tue ich dann immer im Nachhinein, nachdem ich die Videos gedreht habe. Ey, aber what the fuck passiert hier gerade? Was ist das? Dieses Dumpfe. Das ist, ja, eine Mischung aus Snare. Erinnert mich sehr stark an die Snares von alten Michael Jackson Produktionen. Echt? Ja, weil die nicht immer einfach nur wirklich die Trommel so als Sound genommen haben, sondern auch immer gern Sounds noch draufgelegt haben, damit das einfach mehr knallt. So Dinge, die man vielleicht aus dem Alltag gehört hat, ob das jetzt irgendwie ein Pistolenschuss, eine zuknallende Tür ist, ja, ob der Glas zerbricht und das benutzt wird. Man kann ja alles heute digital und früher eben auch auf bestimmte Art und Weisen als Sound aufnehmen, das dann so bearbeiten und zusammensetzen, dass das dann vielleicht den Effekt hat, dass es klingt wie eine Snare. Also dass es einfach die Rolle übernimmt von einem anderen Sound. Das ist ja, mache ich auch immer wieder sehr gerne. Was die hier genau genommen haben, werde ich so natürlich nicht raushören können, weil die es zusammen gemischt haben. Aber das ist definitiv nicht nur eine einfache Snare, sondern auch irgendwas noch dazu. Und der besondere Trick ist, dass wenn man die Snare hört, also eben das, wo wir immer gerne drauf klatschen, ich beschreibe das immer so immer am einfachsten, dass vorher noch so ein Sound reinkommt, der das kurz einleitet. Es macht nämlich muss man genau drauf achten. Und das ist auch so ein typischer, ich sag immer Michael Jackson Move oder Sound, weil das zieht einen immer so in diese Snare noch so etwas kräftiger rein und dann ballert die einfach noch mehr. Achtet da mal drauf. Aber hier jetzt auch in dem Part. Mhm. Und dann kommen die E-Gitarren komplett auf rechts gemischt. Wir haben hier so plötzlich wie so ein Rockpart auch. Hat Michael auch sehr gerne gemacht. Ich vergleiche sie gerade voll mit Michael Jackson die ganze Zeit. Ist aber wirklich ein guter Vergleich, weil Michael auch, der hat immer sehr, sehr gerne E-Gitarren benutzt, weil wenn es um Power geht, dann sind E-Gitarren immer geil einzusetzen, weil die das einfach immer richtig unterstützen. Es ist immer die erste Snare, also die erste Snare, die du hörst, die zweite nicht mehr, dann die dritte hat es und die vierte wahrscheinlich nicht mehr. Achtet genau drauf. Die hat's. Nicht. Hat's.
krass, ne? War nur in dem ersten Takt krass. Ja, da sieht man, wie präzise die arbeiten. Die machen hier nicht Copy-Paste-Arbeit, sondern die gucken wirklich, wo was genau präzise benutzt werden soll. Also du hast in den ersten 4 Snare-Schlägen hast du es nur auf die 2 und auf die 3. Nee, auf die 1 und die 3 hast du gesagt. Vorher. Also auf die erste Snare und auf die dritte Snare. Ja, ja, aber wenn man den Takt zählt, dann wäre es auf die 2 und die 4. Habe ich 3 gesagt? Mhm. Ja, also 2 und 4, wenn man richtig zählt, aber auf die erste Snare und die dritte Snare. Und dann sind hier die E-Gitarren weg, deswegen kommt es einem direkt schon wieder ein bisschen ruhiger vor. Na? Aber so einspielen die immer noch, oder? Ding. Kam noch. Ja, aber der macht nur ganz kurz. Ja, und dann nochmal. Ja, ja, genau. Und ich wollte auch sagen, dass dieses. Das klingt, als ob man wirklich mit dem Mund da was gemacht hätte und das dann irgendwie ganz, ganz stark verzerrt und moduliert. Das ist krass, super krasse, geile Sounds, Alter, heftig. Ich höre sogar hier irgendwelche Stimmen moduliert drin. Geil. Ja, hey, 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 hey. Also so ein Vocal Chant, so ein Geschrei, aber so voll moduliert, fast Transformer-mäßig klingt das hier auch, dieses Take Off, was wir vorher hatten, richtig geil. Take Off. Ne? Hey, hey, hey. Aber so richtig geil reingemischt, Alter. Heftig, klingt heftig, richtig heftig. Interessant. Boah. Krasser, krasser, geiler Dance-Part. Mhm. Unfassbar geile Sounds. Ohne Scheiß, Alter. Richtig krass. Was haben die da gemacht? Nicht schlecht, ey. Und dann geiler Übergangssound, geiler Riser. Heftig. Also ich könnte jetzt nur diesen Part im Loop bestimmt einen ganzen Tag hören. Das ist unfassbar. Ich will es gleich über die Anlage hören. Geil. Ja, aber jetzt ist es krass, dass sie jetzt nicht nochmal irgendwie in die Hook reingegangen sind, sondern das ist ja anscheinend jetzt ein C-Part, der kommt. Aber tricky, weil man dann halt wirklich so einen wirklich krassen Kontrast hat zwischen den Parts, weil das dann jetzt von diesem vermeintlich disharmonischen voll ins Harmonische sich auflöst, liegende Akkorde, die hier die Harmonien vorlegen und dann wieder so ein ganz sanfter Gesang drüber. Das ist halt mega, mega krass. Auftakt. Achso, das ist CGI. Ich dachte schon, die haben echt diesen Shot hingekriegt, während das Flugzeug da oben drüber fliegt. Das, weil hier ist es mal, sieht kurz aus. Ah, weil die so schnell sind, oder? Oder nee, vielleicht sind das echte Augen. Nee, CGI. Richtig geil. Ja, ne? Warte mal. Mit Komma und Punkt könnt ihr frameweise skippen. Hat mir einer der Zuschauer nach über 5 Wochen Videos machen, hat mir das einer reingeschrieben. Richtig geil. Weil sonst drücke ich immer mit den Pfeiltasten, da springt man 5 Sekunden und mit J und L springt man 10 Sekunden übrigens. Gibt's auch noch. Ja, sieht richtig krass aus. Okay, das war unexpected gerade, aber ja gut. Okay. Immer dieses Bing, 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 ne, auch so, ist schon sehr viel los, aber es ist so gemischt, dass man nicht den Eindruck hat, dass es einen irgendwie überwuchtet, so. Come on,
Oh mein Gott, aus dem fahrenden Auto. Wieder die E-Gitarre. Nice, halt richtig geil. Das hatten wir aber am Anfang auch schon, dass die richtig viel, krasse, schöne Harmonien hier gesetzt haben. Die sieben Jungs, richtig, richtig geil. Also. Heftig. Also ich bin gespannt, ich will es gleich nochmal über die Anlage hören, aber richtig geile Nummer, Leute. Vielen, vielen Dank für diesen... Ups. Zum Glück haben wir den angeguckt. Ich musste sofort in meine K-Pop-Playlist gucken. Ja, vielen Dank für diese... Ja, sind die dann jetzt noch K-Pop? Eigentlich ja nicht. Ja, dann nenne ich meine Liste halt Asian Music. Oh, aber Asien ist ganz schön weites Feld. Ist ja auch nur für mich. Solange ich weiß, was gemeint ist, ist alles gut. Ich fand die geil. Die waren krass. Es waren so fünf verschiedene Genres in einem Song, ohne dass man es gemerkt hat. Ja, es geht. Ich fand es nicht so extrem. Also ich fand's ich fand schon, dass es viel Verschiedenes war, aber nicht so... Aber dieser Dance-Part, der war halt richtig gut. Aber trotzdem, ja. Asien wäre jetzt ein weites Feld, wie Effi Briests Vater sagen würde, aber... Oh, okay. Wir haben ein Minus-Abo gemacht. Ja, dafür kommt ihr jetzt dazu, denn ich weiß, ihr werdet ganz fleißig hier abonnieren. Ich lasse die Finger derweil mal knacksen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank für die Vorschläge und Leute, wir knacken die 30.000. Heute vielleicht, wird knapp, ist schon spät. Und Instagram hier alles und Welling Kopfhörer auch unten verlinkt, falls ihr mal auch Studio-Sound haben wollt. Denn das Problem ist, in einem Tonstudio braucht man immer den richtigen Raum und die richtige Abhöre. Man hat eigentlich nur einen Sweet Spot, der ist genau hier, wenn ich hier sitze. Ja, da darf auch kein anderer sein, da darf nichts rumstehen. Ne, also das ist hier der eine goldene Punkt, wo man perfekt alles linear hört. Das ist auch hier alles eingemessen. Der Vorteil bei Kopfhörern ist, wenn man eben Studio-Kopfhörer hat, man setzt sich einfach auf, man kann den Kopf bewegen, man kann sich im Raum bewegen, man kann sonst wohin gucken und machen und tun und was weiß ich was. Und man hat immer genau diesen linearen Sound. Nur falls es euch interessiert, falls ihr gute Kopfhörer noch braucht und haben wollt, die sind auch unten verlinkt. Und ansonsten Abos. Tschüss. Tschüss.